Ich bin Rhino on the Road und ich behaupte, dass ich mit diesem Fahrzeug und diesem Hund ausschließlich mit Solarenergie von Deutschland nach Bangladesch fahren kann. In diesem Video werde ich euch das Fahrzeug näher vorstellen und die Solaranlage, die uns bis ans Ziel bringen soll. Hi, herzlich willkommen bei uns in Wendelstein. Schön, dass du gekommen bist. Hi. Lass uns doch gleich mal rübergehen zu deinem Motorrad und dann schauen wir es uns mal an. Gell? Wunderbar. Ja. Ich bin hier gerade mit Martin Küpfmüller von Richter und Zech, die über Electric Horses vollständige Elektromotorräder verkaufen. Jawohl. Hallo, herzlich willkommen. Ja, schön. Du hast ja hier die Energica, und zwar die Xperia. Das ist quasi die neueste Entwicklung, die wir hier aus Modena haben. Eine der Maschinen mit dem größten Akku von den technischen Seiten her. Das heißt 22,5 Kilowattstunden Akkukapazität brutto. Eine Leistung, sage ich mal, Leistungsentfaltung, die richtig Spaß macht und Power hat. 115 Newtonmeter liegen an im Prinzip. Was auch ganz gut ist jetzt für deine Reise oder dein Vorhaben, was du jetzt hast. Das ist ein flüssigkeitsgekühlter Motor, das ist also auch nochmal eine Besonderheit dabei. Und ja, 60 Kilowatt Dauerleistung, 75 Kilowatt ist die Peakleistung. Das heißt, damit hat man schon eine Menge Spaß. Und was für dich mit dem Laden natürlich wichtig ist, Typ 2 Ladeleistung oder CCS-Lader. Dann dauert es nicht so lange. Also ich sag mal, bis zu 24 Kilowattstunden kannst du laden damit. Ja, in dem Durchschnitt sind so 18 Kilowattstunden ungefähr. Toll für mich tatsächlich auch, weil ich auch noch mit Solarzellen selber laden werde. Ich kann tatsächlich die Ampere-Leistung auf 1 Ampere Ladeleistung runter regeln. Was dann zwar heißt, dass es sehr langsam lädt, aber was dann auch die Solarzellen tatsächlich an Energie erzeugen werden. Genau, das ist ein großer Vorteil da dabei. Ja, ansonsten ist es ein sogenannter Green Tourer. Das heißt, das wird für deine Tour bestimmt super funktionieren und ich wünsche dir da auf jeden Fall schon mal viel Spaß dabei. Ansonsten, wir versuchen, wenn was wäre, mit Support zur Verfügung zu stehen, wenn was ist auf jeden Fall. Ich hoffe, es wird nicht sein. Ne? Ja, bestenfalls natürlich. Wenn nicht, zu wissen, was genau da über dem Rücken ist, auch ja. Kontakte ran. Ja, ansonsten gebe ich dir mal dann noch den Schlüssel. Vielen Dank. Auf jeden Fall gute Fahrt wünschen wir und viel Erfolg dabei. Ein letztes Mal, dass Vino mit dem Auto fahren muss. Damit er in Zukunft auch wieder mit aufs Motorrad kann, fahren wir jetzt zur nächsten Station. So, jetzt sind wir bei Lorenz Schneider, einem Metallbauer, bei dem ich zum Glück die letzten 3 Wochen mein Praktikum machen konnte, wo dann auch diese Box entstanden ist, mit der die Solarzellen und auch Solovino hoffentlich bis nach Bangladesch transportiert werden können. Und jetzt werden wir das Ganze mal am Motorrad befestigen.
So, das war die erste Testfahrt mit Koffer und Hund. Das ging soweit ganz gut. Den Wind hat man ein bisschen gemerkt, aber es ging sicher und der Hund hat sich auch halbwegs wohlgefühlt. Bei den schnelleren Touren habe ich dann doch mal gesehen, dass er ein bisschen skeptisch geguckt hat, aber er gewöhnt sich da schnell wieder dran. Und jetzt zeige ich euch mal, wie ich das Gerät dann unterwegs laden werde mit der Sonne. Hier drauf, da hat er. Ja. Gut. Moin. So, in dieser tollen Box habe ich meine Solarzellen versteckt und die werde ich euch jetzt mal zeigen und sie nacheinander aufbauen. Das sind 6 Stück von EcoFlow, bifaziale Zellen mit maximal 220 Watt Leistung. Das werden wir heute aber nicht hinkriegen. Innerhalb von knapp 10 Minuten habe ich es jetzt geschafft, mein Setup aufzubauen, mit dem das Motorrad jetzt erstmal die nächsten Stunden laden kann. In die Box passen insgesamt 1500 Watt, also ungefähr 1-2% der Motorradbatterie. Und insgesamt brauche ich dementsprechend ungefähr 100 Ladezyklen dieser Box, bis das Motorrad einmal vollgeladen ist und ich circa, also laut Angaben des Herstellers, 360 Kilometer fahren könnte. Mit all dem Gewicht werde ich das wahrscheinlich nie hinkriegen. Dafür muss ich halt ein paar Mal öfter laden. Nachdem ihr mein Motorrad jetzt kennengelernt habt, von dem ich aber selber noch nicht weiß, welchen Namen es eigentlich tragen soll, habe ich eine Idee. Der 1000. Follower auf YouTube darf entscheiden, wie das Motorrad in Zukunft genannt wird. Also wenn du eine Idee hast, schreib mir den Vorschlag jetzt in die Kommentare und du kannst auch Teil der Namensfindung sein. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann sind wir hier schon unterwegs. Denn endlich, in wenigen Wochen, startet dieses langersehnte Projekt. Und wenn ihr bei allen Höhen und Tiefen auch mit dabei sein wollt, dann abonniert diesen Kanal und schaut gerne auch mal bei den anderen Social Medias vorbei. Der Link ist auch unten in den Kommentaren zu finden. Und ich freue mich, wenn wir uns in wenigen Wochen zum Reisestart wiedersehen. Bis dahin, macht's gut!